Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Mit einem neuen Dorf, neuen Herausforderungen, neuen Gegnern, alles neu. So, wir haben eine neue Insel natürlich, ganz logisch. Wir müssen hier irgendwie so eine Gemüsegeschichte hinkriegen. Mal wieder. Bevölkerung und Mahlzeit. Bevölkerung. Ja, Proviantmacher ist auch so eine Sache. Markt, Brunnen, Marktstand. Ja, dann ist es eher der Bereich. Genau, wir brauchen Getreidefarm, Gemüsefarm. Damit fangen wir immer an mit einer Gemüsefarm. Da stehen Bäume rum. Das ist nicht gut. Warum stehen da Bäume rum? Moment mal. Wir machen da Bäume weg. Und zwar ganz schnell. Direkt da. Habe ich ihm gesagt, junges, ja, auch junge Bäume, die müssen ratzfatz aus dem Weg geschafft werden. Ich will da eine Farm bauen. Da brauche ich jeden Platz, den ich kriegen kann. Was ist denn hier los? Was machen die hier? Volksaufstand? Streik? A40? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Für eine Party ist es jetzt noch zu früh. Also, wir haben noch nicht gewonnen. Was habe ich getan? Ah, es kommt so langsam Bewegung in diese Gruppe. Tja. Überraschend. So, oh, wow. Das nenne ich schnelle und gründliche Arbeit. Vielen Dank dafür. Ich lasse den Fokuspunkt da mal. Und fang schon mal an. Meine Güte. Die Gemüsefarm zu planen. Da wir hier eine Straße schon haben. Würde ich vorschlagen. Das ist schon mal die richtige Ausrichtung, glaube ich. Wenn wir die Farben hier so planen würden. Vielleicht sogar so. Bin mir jetzt nicht so richtig. Nee. Besser größeren Abstand als zu wenig Abstand oder so. Glaube ich. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ich setze die mal hier hin. So. Ich weiß. Ihr werdet euch jetzt alle denken, was macht der alte vierte Mann da? Aber ich will das vorher schon mal so abspeichern. Denn ich die Idee gewesen. Umgegebenenfalls dann nochmal so ein bisschen nachzujustieren für den Fall des Falles. So. Das war ja lustig. Gemüsefarm. Wir brauchen Felder. Ohne die geht's nun mal nicht. Das ist schon mal ganz gut. Ja, ich will nicht die Karte bewegen. Eigentlich will ich das bewegen. Wobei ich mir noch nicht genau weiß, ob das mit den Pfeilen da irgendwie überhaupt irgendeinen Sinn macht. So, jetzt wird es wieder heftig. Wie kriege ich den da jetzt an den besten Weg hin? Da ist dieser Kringel immer so ein bisschen im Weg. Das sieht aber einigermaßen brauchbar aus. Kann man mit leben. Passt irgendwie. Erscheint mir sinnvoll. Ist ein guter Ansatz.
Okay. Bild passt. Hervorragend. Das müssten 15 gewesen sein. Jo, wie immer. Ich weiß, ich habe jetzt hier, ne, so ein bisschen Platz verbraten, war aber durchaus Absicht. Ich wollte jetzt nicht das Ganze zu eng machen. Vielleicht ein bisschen zu groß jetzt gedacht, möglicherweise, aber es ist, wie es ist. So, jetzt habe ich hier natürlich noch eine Geschichte, die ich korrigieren muss. Der muss jetzt dahin. Sehr cool. Gemüsefarm hätten wir. Wenn ich den gebaut wollen würde, komme ich da noch irgendwas hin? So ein Lager beispielsweise. Ah, das passt noch. Sehr cool. Na, dann kann man das hier noch entsprechend mitnutzen. Gut, jetzt hier vielleicht an der Stelle nicht unbedingt. Das muss man dann halt in Kauf nehmen, da der Knubbel ist da so ein bisschen im Weg. Aber was soll's denn auch? Was soll's denn auch? So. Gemüsefarm ist am Start. Wir haben Farmland am Start. Wir haben immer noch keine Jagdhütte und auch keine Sammelhütte. Beides ist nicht so cool. Wir brauchen Wohnhäuser. Erstmal 3 Stück. Und wir brauchen ein Gildehaus. Das mit den Wohnhäusern ist immer so. Die brauchen halt entsprechenden Platz. Die baue ich gerade am Anfang immer ganz gerne hier so in der Nähe und nach Möglichkeit da, wo viel Strand ist, sind die mir am liebsten. Wohnhäuser. Ja, Bevölkerung ist immer ein guter Ansatz. Natürlich direkt hier dran setzen. Ein weiteres, wenn es denn irgendwie geht. Warum auch immer, ihr willst da so schräg hinsetzen. Mir egal, machen wir das einfach mal so. 2 von 3. Was mir jetzt vorschwebt, ist eigentlich so etwas. So ein, nicht ganz so glücklich. Hier so ein Weg. Das ist besser. So. Moment. Einmal. Ich habe so ein bisschen Probleme wegen dieser komischen Schräge. Aber dann ist das eben so. Hier. Wohnhaus. Nummer 3. Ich mache jetzt schon mal Wohnhaus Nummer 4 hier irgendwo hin. Und nur für den Fall, dass ihr sich euch jetzt fragt, warum ist halt deswegen. Ich mache das nicht wegen der Taverne oder so, ne? Weil ich jetzt den Trick, den kennen wir ja, ne? die braucht man nicht. Aber ne, ich hätte die ganz gerne hier so in der Nähe. Hier so. Nehmen die am wenigsten Platz im Augenblick. Ja, die können hier ruhig am Strand rum existieren. Ist ja auch deswegen hier die Sache mit dem Weg, ne, dass wir den hier so ein bisschen besser planen und nach Bedarf entsprechend weiterführen können. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. So. Genau. Farmland habe ich. Gemüsefarm ist im Bau, Jagdhütte und so weiter haben wir immer noch nicht. Also Gildehaus. Gildehaus macht auf jeden Fall Sinn. Da. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, wo setze ich das am schlechtesten hin? Hier. Ja, ich meine, bin ich allerdings schon etwas weit weg vom Schuss. Hier wäre auch nicht verkehrt. Hm.
Also im Augenblick, das Schiff da so ein bisschen im Weg. Die wilde Gilde. Da ich ja hier sowieso vorhabe, irgendwie noch so ein Wachturm hinzusetzen, muss ich sowieso hier lang. Keinen Sinn. Ich tendiere mehr so in diese Richtung. Eigentlich hätte ich das nicht wegmachen müssen. Ausrüstung, Ausbildung. Wo war es denn jetzt? Holzwerkstatt. Wieder raus. Ich kann es mir nicht merken. Erstmal hier so plane. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das hier wegetechnisch so clever ist, was ich hier mache. Verändern kann man es immer noch. Okay, damit haben wir also die Sachen schon mal so weit im Griff. Jetzt geht es schon los von wegen Taverne bauen, Esstische bauen und so. Das ja, könnte man machen. Wir brauchen einen Boden. Oh ja, wir brauchen, ja klar, brauchen wir einen Boden. Jo, gut, dass ich das so geplant habe hier. Dann lass uns mal einen Brunnen bauen. Brunnen. Keine Sorge, ich sehe nicht nochmal. Kriege ich den hier so gedreht? Geht auch. Dann machen wir das auch so. Okay. Und hier hätten wir dann einen Brunnen. Mal einen Auftrag gegeben. Sehr gut. Ich mach mal Folgendes. Das so schon mal machen und eine Gemüsefarm habe ich. Wir brauchen noch eine Getreidefarm. Früher oder später brauchen wir die. Es ist natürlich die Frage, kriege ich die vernünftig so jetzt schon ausgerichtet, dass das hier auch alles passt. Schau mal. Nee, natürlich nicht. Mach das anders. Lass mal weg damit. Jo. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Moment. Nahrung ist richtig. Das ist auch richtig. So. Dann habe ich hier so eine Ecke. Dann. Getreidefarm. Moment. Könnte ich Moment mal wegetechnisch, würde sich das vielleicht sogar anbieten. Was wäre jetzt besser? Vielleicht sogar so. Weil den Weg habe ich schon. Da müsste ich erst noch großartig einen bauen. Will ich aber gerade nicht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt da oben passt. Müsste aber. So, warte. Ganz kurz. Ja, das habe ich mir gedacht. Das wird jetzt ein bisschen heftig. Sorry dafür, aber geht nicht anders. So.
Hier bauen. Ah, jetzt geht's. Auch hier so einen möglichst geraden Weg. Das wird jetzt ein bisschen heftig. Oha. Die da nicht angebunden. Dies ist schlecht. Dies ist schlecht. Dann müssen wir das eben mal so machen. Geht das nicht anders? Was ist mit dem Lager? Jetzt haben wir aber ganz große Probleme. Ich würde ungern auf dieses Holz verzichten. Kriegen wir denn das denn jetzt noch hin? Ja, ich weiß. Ja. Ist ja schon gut. Das war jetzt alles ein bisschen improvisiert. Jetzt hier. Was will man machen? So, weiter geht's. Felder. Wir brauchen noch Felder. Das sollte jetzt aber gehen. Ein Feld. Hallo. Wie ist er denn? Ich fürchte fast, glaube ich, sehe das da richtig, die haben das andere Feld da irgendwie für sich jetzt seinen Anspruch genommen. Ne? Farmland. Ah, Weizen. Gehen wir auf Weizen. Man kann dem sagen, also vorgeben, was die da anzubauen haben. Das ist ja mal cool. Weizen. Und hier natürlich auch Weizen. Keine Frage. Weizen gesagt. Was ist hier los? Warum will er da nicht? Weizen. Ja. Weizen. Wir kriegen das schon alles hier gebacken. Jetzt. Und ich lerne immer noch dazu. Ich lerne immer noch dazu. So. Auch nicht verkehrt. Da sind wir schon auf Weizen. Genau nicht. Aber, na, jetzt. Da sind wir auf Weizen. Hier noch nicht. So. Cool. Das finde ich sehr cool, dass man das hier, das wusste ich wie gesagt vorher nicht, dass man hier sagen kann, was soll denn jetzt hier da letzten Endes angebaut werden. Sehr schön. Da sind wir mit der Nummer auch soweit erstmal durch. Allerdings noch nicht komplett. Ne? Wir müssen noch weiteres Farmland natürlich jetzt hier. Nein, was mache ich denn? Weiteres Farmland anlegen und denen dann bei der Gelegenheit auch sagen, bitteschön, wir brauchen hier Weizen und nichts anderes. So, beziehungsweise wir brauchen auch Flachs. Eine Gemüsefarm produziert kein Flachs,
aber die schon. Ach, Mais auch. Okay. Ja, wenn das so ist, dann muss ich noch mal ganz kurz umschalten in mein Vorhaben. Hier haben wir Weizen, dann hier habe ich noch gar nichts gesagt. Dann nehmen wir hier Mais. Ich switch mal eben um auf Flachs und hier auf Weizen. Dann Mais. Flachs. Weizen. Mais. Flachs. Moment. Ja, richtig. Weizen und hier nochmal Mais. Moment, bin ich richtig? Ja. Flachs und hier. Da muss ich hin. Moment. Flachs. Hier Weizen und hier habe ich auch Weizen. Das ist in Ordnung. Moment. Nee, Augenblick. Doch nicht. Dann würde ich doch hier nochmal sagen. Nein. Nein. Mais. Hier wieder Flachs. Moment. Mais. Flachs. Und so, und Weizen ist richtig. Hier Weizen. Ja, das kann man dann so lassen. Das ist mal so. Okay, alles klar. Dann brauche ich natürlich hier noch einen Brunnen. Daran soll es nicht scheitern. Einen Brunnen. So, den kriege ich lock auf lock hier hin. Den mache ich auch so hier dran. So. Brunnen. Wir haben unsere Gemüsefarm, wir haben unsere Getreidefarm, wir haben den Leuten gesagt, wo sie was anzubauen haben. Okay, hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, entweder Kürbis oder Kohl. Dann Kürbis, Kohl. Kürbis, Kohl, Kürbis, Kohl und so weiter. Mal ein bisschen. Da habe ich so. Nochmal Kürbis. Und hier kommt Kohl hin. Und dann nochmal Kürbis. Das müsste ich durch sein, ne? Jo, sehr gut. Ja, dann haben wir doch noch einigermaßen im Griff. Wie wir es behaupten wollen. Mal gespannt. Was ist hier los? Baumaterial fehlt. Oh, wir brauchen Stein. Ah. Hey. Stein, jo. Oh, hau. Ich hoffe, wir sind noch nicht so spät. Was ist das? Steinbruch? Ich stehe den jetzt hier am schlechtesten hin. Wenn man gut geht. Straße. Geht natürlich nicht. Oha. Hier geht auch nichts mehr. Jetzt haben wir ein Problem. Holy moly. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Ich war so im Bauwut.
dass ich das so gar nicht im Blick hatte. Ui, ui. Steinbruch, also den kriegen wir auf jeden Fall hier hin. Nur mit den Wegen. Das wird natürlich jetzt ein bisschen komisch. Unter Umständen. Steinbruch. Wir brauchen ansonsten noch... Moment. Ein Steinmetz, den würde ich dann auch direkt hier planen. Den setzen wir... Nee. Hat auch überall hängen, ne? Ja, toll. Noch besser. Gib mir den Steinmetz aber sofort. Ich muss mal eben kurz die... Was so ein Hügel deswegen. Dann setze ich den einfach mal so knallaufball hier so hin für die ab. So, wegetechnisch wird dann natürlich jetzt ein bisschen heftig. Gut, dass ich die Wachposten da schon habe und die jetzt sich da so ein bisschen austoben können. Wo müsste ich denn hin? Da so in diese Ecke. Plan da mal so ein bisschen großzügig. Ob ich da noch ankomme. Gott sei Dank. Das könnte lustig werden. So, was brauchen die zum Bauen? Holz, das ist cool. Steinbruch, Moment. Stein, das Kohle. Alles klar. So. Das hätte übelst ins Auge gehen können. Wir haben hier auch nochmal Stein. Einen weiteren Steinbruch. Oder. Ich lasse es erstmal sein. Später. Wow. Das hätte übelst ins Auge gehen können, aber ganz, ganz übelst. So, unsere Farmen haben wir fast, weil da das Baumaterial da ist. Bergstein. Okay. Aber das ist cool. Da ist mal alles weg, was irgendwie Baum hieß. Das heißt, die Holzfällerhütte hier. Pausiert. Die pausiert. Der macht seinen Job. Da ist auch alles weg. Das ist auch cool. Konzentrierst dich da drauf. Wachturm. Ich will nichts sagen, aber hatte ich nicht auch schon da. Ein Forsthaus, der ist da beschäftigt. Okay. So. Mir ist wieder mal die Zeit komplett durchgegangen. Ja, ich merke es gerade. Wir sind fast auf einer halben Stunde. Wir sind über einer halben Stunde. So, ja. So kann es gehen, wenn Dinge irgendwie nicht so ganz sauber laufen. Mann. Okay, aber wir haben das Ganze jetzt noch so, ich glaube, noch mal so einigermaßen in den Griff gekriegt. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge dann weitergehen wird. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit. Danke für eure Unterstützung und danke natürlich auch für deine Unterstützung. Hilft mir sehr, dass ihr noch war, der Nachbar hier mit dabei seid und mich hier bei meinen mehr oder weniger erfolgreichen Planungen beobachtet. Macht's gut, genießt die Zeit und bis bald.